Zur jetzigen Zeit in unserer Kultur erkennen wir, dass es ein großes Problem mit dem Bedarf an Impfstoffen gibt. Die Regierung denkt sogar über Pflichtimpfungen nach. Bevor wir so tief einsteigen, möchte ich Ihnen aber ein paar Informationen darüber geben, über die Eigenschaften des Immunsystems und die Rolle von Impfstoffen. Ein sehr wichtiger Punkt: Das Immunsystem eines Kleinkindes ist in den ersten 2 bis 3 Jahren noch nicht komplett ausgebildet. Die Natur stellt das Immunsystem durch die Muttermilch zur Verfügung. Und Muttermilch enthält Antikörper, die ein Kind schützen können, bis sein eigenes Immunsystem richtig funktioniert. Wie bereits gesagt, entwickelt sich diese Funktion nicht bis zum 2. oder 3. Lebensjahr. Das ist aus folgendem Grund so bedeutsam: Wenn einem jüngeren Kind ein Impfstoff durch die Haut verabreicht wird, dann führt das zu einem großen Problem im System, weil das Immunsystem zu dem Zeitpunkt noch nicht vollständig entwickelt ist und das Verabreichen von Antigenen durch die Haut nicht die angemessene Art ist, das Immunsystem eines Kindes anzufachen. Der Grund dafür ist, dass es ein großes Missverständnis über die Mandeln gibt. Wenn Sie sich im Internet umschauen und um Informationen darüber zu erhalten oder mit einem Allgemeinarzt sprechen, werden Ihnen die meisten erklären, dass die Mandeln eine Schutzvorrichtung sind, die uns dann davor bewahrt, dass Bakterien und Viren über den Rachen und den Bauch in unseren Organismus eintreten. Das ist in Wahrheit eine falsche Auffassung über die Eigenschaften der Mandeln. Das Konzept, dass Mandeln da sind, um uns vor Bakterien und Viren zu schützen, ist aus einem bestimmten Grund völlig irreführend. Die Mandeln sind Lernzentren. Deshalb hat die Natur die Mandeln so entworfen, dass sie Pathogene von außen nach innen bringen. Und in den Mandeln lesen die Immunzellen die Informationen aus der Umgebung, also Viren oder Bakterien, und lernen, wie sie eine Antikörperreaktion auf diese Pathogene erzeugen können. Das bedeutet also, dass Mandeln das natürliche Immunsystem sind. Ich bin nicht generell gegen Impfungen, aber gegen Impfungen, die das natürliche Immunsystem umgehen. In anderen Worten, eine Impfung, die unter die Haut verabreicht wird, ist nicht im Einklang damit, wie die Natur eine Immunreaktion auslöst. Die Natur hat ein System erschaffen, in dem die Erreger über den Mund eintreten. Das führt leider zu einem Problem, denn wenn wir Impfstoffe unter die Haut spritzen, geht das klar an dem natürlichen Immunisierungsweg vorbei und verwirrt dadurch das ganze System. Denn unsere Biologie ist sehr intelligent und analysiert das ganze System. Eine Nadel in ein Kleinkind zu stecken und eine große Menge fremden Materials abzuladen, verwirrt also das ganze System und kann das Immunsystem auf sehr negative Weise beeinflussen. Unser Verständnis ist also folgendes: Mandeln sind nicht zu unserem Schutz da, sondern um zu lernen. Das ist besonders wichtig, wenn man hört, wie viele Menschen ihre Mandeln entfernt wurden, als wären sie irrelevant, überflüssige Teile unseres Körpers, wenn sie doch ein grundlegendes Element unseres natürlichen Immunsystems sind.